Schlichtere Dirndl, auffälligere Dirndlblusen. Da darf es dieses Jahr besonders bei den Ärmeln etwas mehr sein. Der Fokus liegt auf der Schulterpartie. Besonders im Trend XXL-Puffärmel oder für kältere Oktoberfesttage längere Trompetenärmel. Auch äußerst verspielte Modelle mit Flügelärmelchen oder Spitze lenken den Blick auf die Schultern. Die Trachtenblusen lassen sich auch außerhalb der Wiesensaison zu Jeans und Blazer kombinieren. Gesehen bei Giacomelli Trachten, Krüger und Mario ab 60 Euro. Sich in Pastellfarben auftrachteln, das ist der aktuelle Dirndl-Wiesentrend. Schürze und Dirndl bleiben in einer Farbkategorie, die Materialien variieren. So sind beispielsweise Leinendirndl derzeit angesagt. Die Trachtenkleider brauchen dank der Bonbonfarben auch keine großen Muster oder Verzierungen. Ab 179 Euro gibt es die einfarbigen Pastelldirndl, zum Beispiel bei Limberry, Johann und Johanna und Bräuniger. Sonne im Tegel. Das verspricht dieser transparente pH-reaktive Beauty-Balm, der einen natürlichen, rosigen Effekt auf Lippen und Wangen zaubern soll. So, als ob man gerade in der Sonne gewesen ist. Dabei passt sich das Gel jedem Hauttyp an und soll nicht kleben. Lisa probiert es aus. Du hast Lipgloss und Blush in einem, also kannst du schnell in die Handtasche schmeißen und hast eigentlich alles dabei. Und ja, also es gibt einen gesunden Glow auf jeden Fall, es ist nicht zu aufdringlich und ich finde es super. pH-reaktive Gels und Lippenstifte gibt es ab 21 Euro von Banana Beauty, Kiko oder Mary Kay. Doppelt hält besser, das gilt zumindest für diesen lässigen Lagen-Look, der derzeit total im Trend liegt. Bei den Oberteilen, egal ob ärmellose Tops oder Langarm-Shirts, sind gleich mehrere Lagen aufeinander genäht, als ob man viele Teile auf einmal anhätte. Zwar sind die Lagen der Oberteile einfarbig, Stoffmuster aber können variieren. Um die Tops in Szene zu setzen, kombiniert man sie am besten zu Jeans oder schlichten Hosen. Den sportlichen Lagenlook gibt's unter anderem bei Pull&Bear, Bershka und Zalando ab 13 Euro. Sie sind die Lieblingsohrringe der Stars. Model Hailey Bieber und Rosie Huntington-Whiteley oder auch Sängerin Dua Lipa lieben diese tropfenförmigen Statement-Ohrringe. Sie gibt es nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch in abgewandelten Designs. Besonders gut in Szene setzt man die Schmuckstücke, wenn man die Haare im Dutt oder Zopf trägt. Die Original-Tropfenohrringe von Bottega Veneta kosten zwar um die 600 Euro, ähnliche Modelle gibt es bei Amazon, Etsy oder Paul Valentine ab 15 Euro.